Im Gürtel offiziell die Pizza. Ja, Gianni, aber ich habe ihm auch zwei Stücken von meiner abgegeben. Sag mal, Gianni, wie viel gehört die Gianni? Ja, Mama. Erstmal bitte. Stopp. Also ich würde ja mal sagen. Gianni, stopp. Ja, damit. Gianni. Hopp, geht die Schuhe. Das ist gemein. Ich hoffe, die Kamera läuft. Ich habe meine zwei Stunden abgegeben. So, Pizza ist dort geblieben. Oh, nein, du musst auf deinen Schuh. Nein, Mama! Nein! Guck mal. Stopp! Gianni, stopp! Nein, mein! Ich ging gerne mal mein Kind vorbei. Ohne Wochenplan, ohne Medikamente. Bin eine ganze Woche ganz allein. Viel Spaß. Dann geht's mir gut. Ja, dann geht's mir gut. Genau. Sie rennen los und können all Ihre Erziehungstipps einmal alle ausprobieren. Alle nacheinander. Und bitte nicht ausrasten, nicht schreien, nicht hauen und nett bleiben. Und bauen Sie auch regelmäßig Ihre Pausen ein. Man muss sich ja Zeit für sich nehmen. Und danach, wenn wir Glück haben, kommt das Kind nur einmal hinterher. Und danach nochmal den Artikel, ADHS gibt es doch gar nicht. Mhm. Nochmal neu schreiben. Wenn alle unten sind, ist alles Frieden. Ja. Gibt es überhaupt gar kein Problem. Ist alles richtig schön. Und ja, auch wenn man dann zum Arzt oder zum Psychologen oder zu irgendjemand geht, der guckt dann und sagt, was soll daran krank sein? Die sind doch völlig normal, das ist völlig okay, prima, gut, alles gut, richtig schön. Mhm. Ist ja auch richtig, ist ja auch ein Teil davon. Aber wie du so schön sagtest, gibt's die von außen, die Informationsflut, gibt's die Notwendigkeit, sich unter Stress nach mehreren Seiten zu orientieren. Oder irgendwo hin zu müssen. Oder eben jetzt sich vorzubereiten, irgendwo hin zu müssen und dann im Kopf schon zu haben, aha, das macht Stress, wer weiß, was da wieder passiert, wer weiß, wie das sein wird und bis dahin kommt. Ich habe eine Mutter geschockt, als ich meinte, ich habe 9 Wäschekörbe unten stehen. Was? Die sind alle voll? Da habe ich schon gar nicht mehr getraut zu sagen, ja. Und auch davor liegt auch noch was. Gut, das ist besser. Kann ich wenigstens, habe ich 9 Teile, wo ich es reinwerfen kann, wenn ich dazu komme, zwischendurch oder nicht gerade irgendwas anderes wieder stört. Oder so wie mit dem Zettel auf dem Aquarium, über das alle lachen, dieser Streifen. Letzter Wasserwechsel am 1.7. Mit Kindern, die eigentlich wie 5 Kinder von uns gefordert haben, jetzt Eltern zu sein, da kam die natürlich verständlicherweise überhaupt nicht mehr zurecht. Und dann haben wir eigentlich die nächsten bestimmt 10 Jahre verzweifelt damit verbracht, uns irgendwie einen neuen Freundeskreis aufzubauen aus der Ecke, die man halt dann über Kita oder so, Schule oder sonst irgendwas kennenlernt. Und es war immer das Gleiche. Wir haben die Leute kennengelernt, dann war man sich vielleicht auch am Anfang sympathisch und dann haben wir uns irgendwie 2-3 Mal getroffen. Und in dem Moment, wo wir dann eigentlich so mehr voneinander mitbekommen haben, waren die wahrscheinlich dann so abgeschreckt von unserer Welt, ging nicht. Das größte Problem war für die immer Matti und wie wir mit Matti umgehen. Und ich war schon immer der Meinung, dass wir richtig mit Matti umgehen. Und dass die Außenwelt immer mehr ankam, dass mit unserem Kind was nicht stimmt, dann was mit unserer Beziehung nicht stimmt, dann das, was mit mir nicht stimmt. Die haben geguckt, wie viel Wein ich trinke. Und sind dann zur Kita-Leiterin gegangen und mit 2 anderen und haben das dann erzählt und dass ich ein Alkoholproblem hätte und es den Kindern sehr schlecht gehen würde. Das war für mich erschütternd.
Oder andere sagten, ja, deinen Kindern fehlt das an Selbstbewusstsein nicht, aber an anderen Dingen. Und das wurde im Raum stehen gelassen. Also, was noch? Jeder hat uns ungefragt Ratschläge gegeben, wie wir unsere Kinder eigentlich besser erziehen sollten, wie wir mit uns insgesamt umgehen sollten und wirklich so von vorne bis hinten. Wir haben eigentlich alles falsch gemacht. Also uns wurde vorgeschlagen, mach doch mit bei starke Eltern, starke Kinder. Und da dachte ich immer... Was wurde denn an den Kindern bemängelt? Zu laut, zu schnell, zu ungehemmt. Das Essen war für Matti in der Kita schon ein Problem, weil keiner neben ihm sitzen wollte, weil alles rumfloch. Also weil keine Tischmanieren. Immer beschmattert und immer komplett dreckig und so halt auch beim nie Essen. Sauber. Da haben sich die Kinder über ihn lustig gemacht, die Erzieher nicht so in dem Sinne. Wir hatten da wirklich Glück mit der Kita, die da sehr aufgeschlossen waren. Unglück hatten wir, dass uns nicht früh genug gesagt wurde, was es sein könnte, wo die Probleme liegen. Der kleine Tyrann. Weil sie der Meinung war, das Kind würde uns mit seinem Geschrei tyrannisieren und ich würde mein Kind ablehnen und nicht mehr richtig an mir dranhalten. Also Matti hat ab dem dritten Lebenstag an, hat er gebrüllt. Tags wie Nacht. Das war wurscht. Gleichzeitig hat er irre Bauchweh offenbar auch gehabt. Und sie hat gesagt, ich halte mein Kind nicht mehr richtig. Das sieht man, das ist ein gestörtes Verhältnis. Ich so, wenn ich nicht mehr schlafe, ist man irgendwann gestört. Das liegt ja wohl auf der Hand. Aber als ich mir noch anfing, der kleine Tyrann vorzulegen, habe ich gedacht, also bei allem Respekt, ja, dass eine Mutter, die völlig übermüdet ist, mit dem ersten Kind Angst hat, dass irgendwas nicht stimmt und ich als Krankenschwester mir auch gut überlegen kann, was da alles nicht stimmen könnte, dass mir das alles abgesprochen wurde. Stattdessen der kleine Tyrann, guten Tag, so nach dem Motto, ich sitze irgendwann auf dem Schrank oben und mache das, was mein Kind will. Und nee, das hat mich wirklich wütend gemacht. Das war symptomatisch, weil jeder maßt sich an, seine Strategien, die in seinem Leben funktionieren, eins zu eins auf uns übertragen zu können. Und gleichzeitig noch damit zu vermitteln, dass wir eigentlich zu dämlich sind, diese Strategien selber zu erkennen und anzuwenden. Also hätte ich von meinen Eltern nicht diese, ihr könnt mich mal Einstellung mitbekommen, wenn mir was nicht gefallen hat, ich hätte es, glaube ich, nicht durchgestanden. Und ich war auch kurz davor zu zerbrechen, Katja, ehrlich, das war zu viel für mich. Und irgendwann ist man dann ja auch selber verunsichert, weil man probiert ja wirklich auch, was wir alles versucht haben und hier und da und vielleicht doch wieder so oder doch so. Und irgendwann bist du dann so verunsichert, dass du deinen Kindern auch überhaupt nicht mehr diese Kompetenz und du strahlst keine Sicherheit und keine Geborgenheit mehr aus. Ja, genau. Das hat mich so frustriert. Und dann schaukelt sich das immer weiter hoch. So, ne? Und meine Schwester hat immer gesagt, Sören, du bist der Fels in der Brandung. Dich haut einfach nicht aus dem Schuh. Es hieß immer, wir sollen zu diesem sozialpädiatrischen Zentrum gehen. Und gesagt, nee, mache ich nicht. Sehe ich überhaupt nicht ein. Wenn, dann suche ich mal aus, welcher Arzt da drauf guckt. Und ob ich den mag und aus dem einer reicht. Mein Kind ist nicht krank, mein Kind ist sehr gesund. Es war für mich ein normales Kind, ein wildes Kind mit viel Bewegungsdrang, mit wenig Furcht. Also der hat sich aufs Laufrad gesetzt. Kippte immer damit um, brüllte eine Woche, nach einer Woche fuhr er Laufrad, aber leider fuhr er auch überall gegen. Aber der fuhr dagegen, es machte Pong und er stand wieder auf. Damit war die Welt für ihn in Ordnung. Ich konnte mich ja nicht mal mit Eltern mehr unterhalten, wenn ich fertig war, weil der Matti wieder irgendwas gemacht hatte. Weil ich kriegte nur irgendwelche Ratschläge, kein Wunder, eure Beziehung ist kaputt. Oh, ich dachte, ich sag mal, Leute, die Leute sind durch dich gestört. Du bist nicht schlecht. Aber dadurch, dass du dich schneller bewegst, als die Leute zugucken können, bist du was Hinderliches. Und die haben an nichts mehr Bedürfnis, als ihre Umgebung so zu richten, wie sie die haben wollen. Leider bist du gerade Teil dieser Umgebung. Und dann hatten wir Probleme. Wir hatten keinen vernünftigen Kinderarzt. Ich brauchte einen, der die Kinder versteht und auch mein krankes Kind behandeln kann, wenn es mal einen Schnupfen hat oder irgendeinen anderen Kram mit sich rumschleppt. Ja, und so richtig Schwung kam in die Bude, als dann Matti eingeschult wurde. Oh ja. Weil wir hatten zwar kurz vorher die Diagnose bei dem... Bei Matthias erstellen lassen, aber mit seiner Empfehlung kam er halt gar nicht klar. Hat er ganz klar gesagt, auf jeden Fall Medikamente. Ja. Und war für uns im ersten Moment ein absolutes No-Go. Der hat bei Matti einen mittelschweren ADHS. Nee. Nee? Massiv, nicht massiv. Massive echt? Aufmerksamkeitsdefizit. Ja, genau. Der ist ja fast irre geworden, der hat so eine Kiste mit Sand. Und der Matti natürlich, rin.
Also, nein. Dann hat der Matti die Dinger immer aus dem rausgeholt, aber der Sand draußen. Jeder Arzt hat so seins, offensichtlich waren Krümel auch seins, also vom Arzt. Und er möchte das auch alles wieder reinräumen, aber wurde zusehends angespannt, wenn Matti da so rumwühlt und Krümel, herrlich. Ist aber auch ein interessanter Ansatz bei einem Kinder- und Jugendpsychiater, der sich auf ADHS spezialisiert, dann so eine Sandkiste dahin zu stellen. Okay, gut. Ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall haben wir dann erstmal nichts gemacht, haben so mehr oder weniger den Kopf in den Sand gesteckt und das alles auf uns zukommen lassen. Ich habe es halt mit Ernährung versucht, dass man, was er auch gesagt hatte, was natürlich klar ist, dass man erstmal das probiert, aber das, was sich an der Schule entwickelte sich so rasant. Nach drei Monaten, also die Klassenlehrerin von Matti, die war halt so eine, in Anführungsstrichen, jetzt sag mal, wie es ist, 40 Jahre Schuldienst, DDR-Schuldienst. Genau, und mit der sind wir halt so dermaßen schnell aneinander geraten, dass wir nach drei Monaten Schulzeit mit der Klassenlehrerin, der Erzieherin, dem Schulleiter, Vertreter von der Elternpflegschaft aus der Klasse, dann die Kollegin von Matthias, die Hochbegabung mit diagnostiziert hat, und einer Vertreterin vom Jugendamt, an die wir uns in unserer Verzweiflung auch gewandt haben. Großer Fehler, weil wir da Hilfe erhofft hatten. Was wollen Sie denn? Da haben wir dann auch noch den leibhaftigen mit eingeladen. Wir wissen ja mittlerweile, dass das ganz böse nach hinten gehen kann, wenn das Jugendamt irgendwo mitmischt. Mhm. Auf jeden Fall war das dann echt irgendwie eine illustre Runde nach drei Monaten Schulzeit, das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Und ich hatte wirklich große Mühe zu verhindern, dass Sören, der Klassenlehrerin, an die Gurgel gegangen ist. Ja, weil die dann wirklich so vor versammelter Mannschaft uns quasi so symbolisch mit dem Finger auf uns gezeigt hat und uns vermittelt hat, dass wir nicht in der Lage sind, unser Kind zu erziehen. Ich habe es ja gewagt, als ich mal Matti zur Schule gebracht habe. Das habe ich gesehen, wie er aus Versehen was abriss. Sie hat ihn angebrüllt vor der versammelten Klasse und da habe ich sie angeschnauzt und gesagt, sie schnauzt mein Kind nicht an. Von Ihnen lasse ich mir gar nicht sagen, das werden Sie sich schon sagen lassen müssen. Ich lasse mir doch von Ihnen nicht sagen, wie ich mit den Kindern umzugehen. Und aber sicher doch. Aber auch vor der ganzen Klasse. Ich meine, wir waren halt das Letzte. Wie sehr wir das Letzte waren, haben wir durch die folgende Lehrerin erfahren. Nach der zweiten Klasse kommt in die dritte, wird neu zusammengewürfelt. Und dort haben sie eine neue Lehrerin eingestellt. Was ich nicht wusste, dass die ADHS-Kinder und Asperger-Kinder in kleinen Klassen unterrichtet hat. Ließ dann aber hoffen, dass sie einen anderen Umgang pflegen wird. Und irgendwann kam sie an, meinte sie mal, Frau Neuroth, also der Matti ist ja ein ganz Lieber. Ich so, bitte? Das höre ich doch gerne, habe ich noch nie gehört hier. Dann, der hat neulich so ein Schimpfwort benutzt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zu Hause überhaupt sowas sagen, weil sie sind tolle Eltern und erziehen ihn fantastisch. Was hat er denn gesagt? Fress Arsch. Ich so, ja, das ist Matti, wenn er richtig sauer ist, wenn er gedemütigt worden ist. Die hat es gesehen. Die hat gesehen, dass wir unser Kind gut erziehen. Dass der ganz alle Umgangsformen komplett beherrscht, wenn man nämlich ständig auf den Finger haut, ihn anschnauzt oder sonst irgendwas vorwirft, weil er hat ja eine Gerechtigkeit zu empfinden. So wie ich auch. Bin ich dann auch impulsiv. Das finde ich aber auch sehr gesund. Also, ja, so haben wir dann erfahren, was die von uns gehalten haben. Oder dann wurde uns vorgeschlagen, in dem ersten halben Jahr, man müsste ja einen Intelligenztest machen mit Matti. Ich wusste ja, dass wir bei Matthias einen gemacht haben und habe halt auch gesagt, das Kind hat eine Hochbegabung. Das Kind schon mal gar nicht, ja. Den hat dann die noch dort arbeitende, Sonderpädagogen gemacht. Aha. Weißt du, was rauskam? 71%. Und dann saß sie mit uns zusammen, so mit den Eltern, Erziehern, und haben gemeint, für den Matti wäre ja noch ganz toll so ein Schreibbrett, damit er die Hand richtig halten kann. Aber das mit 71%, das muss man hinnehmen. Wirklich, das ist dann leider so. Sagen Sie mal, 71% ist grenzte Bier, was soll denn das jetzt? Aber den vorgelegt haben sie den nie. Der ist auch verschwunden. Er hat auch noch gesagt, den möchte ich jetzt wirklich gerne haben.
Das kann ja wohl nicht sein. Oder wollen Sie jetzt das, was Dr. Reinhold da irgendwie klargestellt hat, irgendwie nochmal anzweifeln? Oder was soll das? Und ja, das war die Garde der alten Lehrer, die jetzt langsam ja ausgewächst wurde. Und zum Glück hatten wir da die Kollegin von Matthias dabei, die dann aus allen Wolken gefallen ist und meinte, sie hat einen Intelligenztest mit ihm gemacht und einen IQ von 130 festgestellt. Mhm. Bei einem Sechsjährigen. Ja. Wetten, wir sind da. Genau. Und ich mache wieder in Anführungszeichen alles falsch.